Hi und herzlich willkommen auf unserem Tink-Kanal. Ich bin Maria und heute habe ich News aus dem Hause Sonos für dich. Sonos stellt die zweite Generation ihrer Sonos Beam vor. Für alle, die nicht ganz so soundaffin sind wie ich, die Sonos Beam ist eine smarte Soundbar für Musik, TV und vieles mehr. Sie ist mit Google Assistant und Alexa kompatibel und in nur wenigen Schritten installiert. Neben dem erstklassigen Sound, den man von Sonos ja schon gewohnt ist, besitzt sie eine integrierte Sprachsteuerung und kann sich zudem mit deiner Fernbedienung verbinden. Das erst einmal zur Sonos Beam. Nun hat Sonos mit der Beam der zweiten Generation den Nachfolger vorgestellt. Doch keine Sorge, Beam bleibt noch immer Beam. Die Größe und das Aussehen der zweiten Generation hat sich nicht verändert. Die größten neuen Features der Beam der zweiten Generation siehst du nicht, du kannst sie aber hören. Wie zum einen die Audiofähigkeit zu Dolby Atmos und ihre TV-Verbindung über HDMI eARC. Was heißt das? HDMI eARC ist, wie der Name schon sagt, die HDMI-Verbindung zwischen deiner Soundbar und deinem TV. eARC steht für Audio Return Channel und ist die Komponente, die dafür sorgt, dass der Sound deines TVs zurück zu deinem Beam geschickt und über diesen wiedergegeben wird. HDMI eARC ist dabei mit bis zu 12 verschiedenen Audioformaten kompatibel. Kommen wir zu dem zweiten neuen Feature, Dolby Atmos. Sonos holt die Audiofähigkeit zu Dolby Atmos, der Sonos Arc, zu Sonos Beam und gibt der zweiten Generation somit ein ganz neues Sounderlebnis. Dolby Atmos kombiniert kanalbasiertes mit objektbasiertem Audioquellmaterial. Der Sound einer Szene wird somit auseinandergenommen, in einzelne Audiospuren unterteilt und je nach Position und Richtung des Sounds von unterschiedlichen Lautsprechern wiedergegeben. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel den Sound eines Hubschraubers im Film von oben hören oder wenn sich eine Person in deiner Lieblingsserie zum Beispiel von hinten nähert, hörst du diese auch hinter dir. Und das alles, obwohl die Sonos Beam vor dir steht. Keine so große Neuerung, aber auch im Design hat sich etwas verändert. Das neue, starre, umlaufende Kunststoffgitter übernimmt das Design der Sonos Arc und sorgt für eine bessere akustische Leistung. Zudem ist sie nicht mehr so anfällig für Abnutzung und leichter zu reinigen. Zu guter Letzt noch ein paar Eckdaten. Preislich liegt die Sonos Beam bei 499 Euro. Ich hoffe, du freust dich genauso sehr auf die neue Sonos Beam wie ich. Natürlich findest du diese auch bei uns auf www.tink.de bei uns im Shop. Solltest du Fragen oder Anmerkungen zu der Beam haben, schreib uns diese wie immer gerne hier unten in die Kommentare. Und weitere Infos zu den Produkten aus dem Hause Sonos sowie generell zu dem Thema Smart Home findest du natürlich auch außerdem auf unserem Blog, der unten verlinkt ist. Schau gerne mal rein, wir würden uns sehr freuen. Das war's auf jeden Fall erstmal. Viel Spaß mit deinen Smart Home Produkten und bis zum nächsten Mal.